Wir wollen mit einer einfachen Aussage zu Graphen, zu ungerichteten Graphen anfangen, und zwar die Behauptung oder die Vermutung: Die Anzahl der Knoten ungeraden Grades in einem Graphen ist gerade. Was heißt das? Am besten macht man sich das zunächst mal an einigen einfachen Beispielen klar. Dazu zeichne ich einfach mal einen Graphen auf, einen ganz einfachen Graphen, bestehend aus drei Knoten beispielsweise, mit zwei Kanten jeweils verbunden. Und wir schreiben uns einfach mal den Knotengrad an die einzelnen Knoten dran. Das mache ich in roter Farbe. Dieser Knoten hat den Grad 2, dieser Knoten hat den Grad 1, eine eingehende Kante oder eine ausgehende Kante. Und dieser Knoten hat ebenfalls den Grad 1. Ja, bei diesem Grad scheint das zu passen. Was passiert, wenn ich jetzt einfach mal einen Knoten hinzufüge zu diesem Graphen? Beispielsweise diesen Knoten, ihn auch gar nicht mit dem ursprünglichen Graphen verbinde, dann bleibt die Behauptung zunächst mal weiterhin gültig, denn dieser Knoten hat zum Zeitpunkt des Einfügens den Grad 0, weil noch keine Kante inzident zu diesem Knoten ist. Das heißt, das halten wir mal fest. Einfügen eines isolierten Knotens, das ist okay. So, was passiert, wenn wir diesen Knoten jetzt mit einer Kante verbinden? Dann können wir zwei Fälle betrachten, und zwar verbinden wir den Knoten über eine Kante mit einem Knoten geraden Grades oder mit einer Kante über einen Knoten ungeraden Grades. Verbinden wir den Knoten, ja, was passiert, wenn wir das hier mal machen? Ich mache die Kante mal mit einer blauen Farbe. Dann wird aus dem Knoten, der zuvor geraden Grad hatte, wird ein ungerader Grad. Und dieser Knoten, der zuvor ebenfalls gerade war, erhält auch ungeraden Grad. So, das heißt, wenn die Bedingung vorher gültig war und der Knoten eine gerade Anzahl Knoten ungeraden Grades hatte, so ist sie auch weiterhin gültig, weil zwei Knoten ungeraden Grades hinzukommen. Das heißt, auch das ist okay. In dem Fall, ich mache jetzt diese Kante mal wieder weg, in dem Fall, wo ich den Knoten mit einem Knoten ungeraden Grades verbinde, was passiert? Ja, dann wird sozusagen dieser ungerade Grad, der vorher an diesem Knoten herrschte, verschwindet, da wir hier nun einen geraden Grad haben. Und dieser neue Knoten bekommt den ungeraden Grad. Das heißt, auch da bleibt im Prinzip unsere Behauptung bestehen. Auch das passt. Das könnte man jetzt formal in einen Induktionsbeweis überführen. Ich möchte die Behauptung aber auch gerne noch auf eine andere Art und Weise zeigen. Und zwar wie folgt. Ich mache mal einen anderen Ansatz. Man geht einfach über die Summe der Knotengrade. Und zwar bildet man die Summe der Knotengrade, das heißt, man bildet die Summe der Grade der Knoten V, wobei V aus der Menge aller Knoten ist. Was heißt das? So wird jede Kante in dem Graphen genau zweimal erfasst, nämlich für jeden der beiden inzidenten Knoten. Das heißt, es gilt das Folgende, dass nämlich diese Summe aller Knotengrade, dass das gerade zweimal die Anzahl der Elemente der Kanten ist. Ich kennzeichne diese Formel einfach mal mit einem Stern. So, ganz offensichtlich ist die rechte Seite dieser Gerade eine gerade Zahl. Denn das Wesen einer geraden Zahl ist, dass sie durch die Zahl 2 teilbar ist. Und das ist bei einer Zahl, die einen multiplikativen Faktor von 2 enthält, sicherlich der Fall. Gleiches gilt also auch für die Summenbildung. So, wenn diese Summe aber eine gerade Zahl ist, ja,
Daraus folgt dann sofort, dass die Anzahl der ungeraden Summanden, was ja gerade die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad ist, dass das selbst eine gerade Zahl ist. Dass die Anzahl der ungeraden Summanden eine gerade Zahl ist. Und damit ist man schon fertig und hat die Behauptung bewiesen.